Jeder Viktoria Köln-Fan kennt sie, die Stars um Kapitän Mike Wunderlich. Wir stellen euch heute die Ansprechpartner vor, die hinter den Kulissen am Klevischen Ring und in Höhenberg dafür sorgen, dass alles läuft. Hallo zusammen, ich bin die Jennifer Kirsten, bin hier bei der Viktoria für die Bearbeitung der Rechnung zuständig, mache aber auch unter anderem die Planung der Auswärtsfahrten für die erste Mannschaft und zusammen mit der Caroline Stein die Events, die hier bei der Viktoria durchgeführt werden. Hallo, ich bin Julia Schulz und bin bei der Viktoria für die Social Media Kanäle zuständig und bin in allen Teilbereichen der Öffentlichkeitsarbeit tätig, egal ob beim Fotoschießen oder bei den Interviews. Ich habe mit mehreren Sachen was zu tun und bin quasi auch für die gute Laune im Büro zuständig. Mein Name ist Frank Bleidon, ich bin Leiter Medien und Kommunikation bei Viktoria Köln. Ich bin bereits seit 20 Jahren im Profisport tätig und freue mich natürlich heute, meine vielen Erfahrungen auch an die Viktoria weitergeben zu können. In erster Linie kümmere ich mich beispielsweise um Zeitungen, um die TV-Partner und natürlich auch um die Beantwortung von vielen Interviews gemeinsam mit den Spielern und Trainern. Und habe jeden Tag genügend zu tun und freue mich, in vielen verschiedenen Bereichen tätig zu sein. Hallo, mein Name ist Jakob Zetkast. Ich gehöre zum Presseteam bei der Viktoria und in meinen Aufgabenbereich fallen Dinge wie Grafiken, Spielberichte und auch Fotografie. Und in Zukunft kümmern wir uns auch ein wenig über Corporate Social Responsibility bei Viktoria und es wird eine spannende Aufgabe. Ja, mein Name ist Caroline Stein. Ich bin in der Abteilung Marketing, Sponsoring und Events tätig und zusammen mit dem Geschäftsführer Eric Bock kümmere ich mich hier um die Sponsoren der Viktoria und wir beide sind auch immer auf der Suche nach neuen Sponsoren, die wir gerne in der Viktoria-Familie aufnehmen. Mein Name ist Eric Bock, bin Geschäftsführer zusammen mit Axel Freisewinkel bei Viktoria Köln, verantwortlich für Marketing, Vertrieb, Kommunikation. Ich freue mich auf eine tolle Saison 2021. Trotz einem schwierigen Corona-Jahr hoffe ich, dass wir richtig durchstarten und Sie bald wieder alle in Höhenberg begrüßen zu können. Also mein Name ist Axel Freisewinkel. Ich bin Geschäftsführer bei Viktoria Köln, besonders verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Organisation und Strategie und mittlerweile im 11. Jahr bei Viktoria tätig. Mein Name ist Julia Brück. Ich verantworte das Thema Personal bei der Viktoria und in den Transferperioden kümmere ich mich unter anderem darum, dass unsere Neuzugänge möglichst schnell auch ein Spielrecht für uns erhalten, für die erste Mannschaft. Ich gehe jetzt in das 5. Jahr mit der Viktoria, habe also auch schon einige Höhen und Tiefen in diesem Verein miterlebt und freue mich auf unsere zweite Drittligasaison. Hallo, ich bin Philipp Rothenmeier, bin hier als Leiter für Spielbetrieb und Ticketing zuständig und ja, im Großen und Ganzen kümmere ich mich um die Organisation der Heimspieltage, jetzt gerade natürlich vorrangig um die Konzepte zur Wiederzulassung von Zuschauern und ja, im Ticketing-Bereich natürlich die Dauerkarten, Tageskartenverkäufe und ja, alles rund um das Ticketing. Hallo liebe Viktoria-Fans, mein Name ist Jan Brix, ich komme aus dem rechtsrheinischen Merheim, unterstütze den Philipp bei Viktoria beim Spielbetrieb und Ticketing. Und im Oktober gehe ich mit dem Projekt eSports an den Start. Ja, hallo, mein Name ist Lisa Schiepan. Ich bin seit Juli 2019 bei der Viktoria und zuständig für das Merchandising und den Fanshop. Ja, hier verwalten, lagern und verschicken wir die Fanartikel. Und zu meinen Hauptaufgaben gehört es natürlich auch, immer neue Produkte in das Sortiment mit aufzunehmen
Und auch diese Saison können sich die Fans natürlich auf viele neue Fanartikel freuen. Zum Beispiel auf das Damen-Tanktop von Viktoria Köln in zwei verschiedenen Farben, in hellgrau und schwarz. Und natürlich auch ein neues Cap, das Base Cap Viktoria 1904. Hi, ich bin der Patrick Ehlert, bin 25 Jahre alt und bin hier an der Geschäftsstelle im Sportpark Höhenberg. Ich bin für alle Viktoria-Anhänger zuständig und ihr könnt jederzeit zu den Geschäftsstellenzeiten zu mir hier in die Geschäftsstelle kommen. Da könnt ihr unter anderem richtig coole Sachen bei mir hier im Fanshop kaufen. Ihr könnt unter anderem auch Mitgliederanträge bei mir ausfüllen und Teil unserer Familie sein. Und zusätzlich unterstütze ich noch den Yannick und den Christoph bei uns im Nachwuchsleistungszentrum. Hallo, mein Name ist Yannick Hohmann. Ich bin organisatorischer Leiter hier im Nachwuchsleistungszentrum von Viktoria Köln. Ich organisiere den Spielbetrieb aller Jugendmannschaften und arbeite seit 1.7. mit Christoph John Hand in Hand. Ja, mein Name ist Christoph John, bin seit dem 1. Juli sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum von Viktoria Köln und freue mich, dass ich mit meinen Mitarbeitern gemeinsam die Nachwuchsarbeit weiterentwickeln darf.